Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr so genau daran, dass du im Januar dir einige Vorsätze zu Herzen genommen hast. Und ja, vielleicht liegen sie jetzt in der Schublade. Und ich möchte dich einfach mal daran erinnern, dass du bitte nicht aufgeben sollst, egal wie schwer es aussehen mag. Denn der Grund dafür, dass du deine Ziele bisher noch nicht erreicht hast, ist vielschichtig. Und heute geht es um einen der wichtigsten Gründe, warum jemand seine Ziele nicht erreicht, ist nämlich, dass er nicht daran glaubt. Irgendwie fehlt hier die Kraft und die Vorstellungsmöglichkeit zu sagen, ich weiß, dass mein Ziel auf dem Weg zu mir ist oder ich weiß, dass der Wunsch gerade dabei ist, sich zu erfüllen und ich muss ihn nur entgegennehmen, immer in Anführungsstrichen. Damit du hier wieder ein bisschen mehr Power, ein bisschen Energie, ein bisschen mehr Flow bekommst, gehe ich jetzt hier eine Klopfrunde mit dir durch, wo wir erstmal deinen Glauben bzw. dein Nichtglauben, dass du dein Ziel erreichst, klopfen und danach wird es dann noch eine zweite Runde geben, das in die positive Richtung geht. Und warum mache ich das in dieser Reihenfolge? Ganz einfach, weil viele fangen ja sofort mit der Vision an. Also sie setzen sich ein Ziel, machen sich eine Vision daraus, aber sie glauben gar nicht, dass sie all das Geld haben oder all die Zeit, all die Freunde, alle Beziehungen, all das Wissen, all die Erfahrung, all das tun zu können, was sie tun wollen. Zu dem Zeitpunkt glauben sie es einfach noch nicht. Und meine Arbeit hat mir einfach gezeigt, dass es so wichtig ist, sich ein Ziel zu setzen und dann erstmal sozusagen als Vorstufe herauszufinden, was hindert mich denn überhaupt daran, dieses Ziel wirklich auch, was weiß ich, für 12 Monate im Visier zu haben. Es geht darum, dass du dir jetzt dein Ziel bitte auf ein Blatt Papier schreibst und dann von einer Skala von 0 bis 10 zu dir selbst jetzt herausfindest, wie sehr du daran glaubst, dass dieses Ziel auf dich wartet oder dass du glaubst, dass dieses Ziel tatsächlich für dich erreichbar ist. Bitte nimm jetzt nicht ein kleines Ziel, wo du sagst, wo du schon Erfahrung hast, zum Beispiel mit dem Abnehmen. Viele haben ja schon Abnehmerfahrung. Nimm dir mal ein Ziel, wo du gesagt hast, boah, jetzt bin ich mal mutig und nimm mir mal ein Ziel, was so weit weg aus meiner Vorstellung oder aus meinem denkbaren Universum ist. Es ist wirklich gar nicht so schwer, seine Ziele zu erreichen. Was schwer ist, ist die Arbeit dorthin. Und mit EFT ist es etwas leichter, weil wir uns nur auf die Gefühle konzentrieren müssen. Und die Gefühle sind unser Antreiber. Es gibt 2 Stück davon, einmal der Schmerz und einmal die Freude. Und wir halten uns zurück, weil wir den Schmerz eben zu 99% vermeiden wollen. Und das liegt eben an den Erfahrungen, die wir bis dato gemacht haben. Und das gleiche Prinzip gilt eben auch für deine Ziele, auch wenn du diese Ziele noch nie gesetzt hast und du überhaupt keine Erfahrung mit diesem Ziel hast, hast du trotzdem jetzt schon so viele Einwände und Zurückhaltung, weil einfach dein Körper, Geist, System, deine Amygdala, dein limbisches System dafür sorgt, dass, ey, du könntest dich verletzen, oh, es könnte schief gehen, ja. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Ja? Und für viele reicht manchmal, oder nicht für viele, für einige reicht es zu sagen, okay, was wäre, wenn es nicht so ist? Ja? Und sie erleben ihren Durchbruch. Andere wiederum brauchen hier noch ein bisschen mehr Arbeit, weil einfach die Verknüpfung mit den ganzen biografischen Erlebnissen viel stärker sind. Und deswegen machen wir jetzt hier diese Klopfrunde. Okay, also, du hast dein Ziel dir aufgeschrieben. Du hast dich jetzt selber gefragt, wie sehr glaube ich daran, dass ich dieses Ziel erreichen werde. Und dann taucht eben
die Skala auf von 0 bis 10, 10 ist der höchste Wert und sagt, ja, ich glaube 100% darauf, daran, schau mal, wo sich der Pegel sozusagen einschwingt. Und wenn er nicht über eine 5 ist, dann lohnt sich für dich jetzt diese Klopfrunde. Sie lohnt sich auch, wenn es noch nicht bei einer 10 ist und du nicht so wirklich von Scheitel bis zur Fußsohle sagst, das ist genau das, was ich machen will und egal, was mir in den Weg kommt, ich erreiche dieses Ziel. Gut, dann lass uns am Augenbrauenpunkt anfangen, aber du weißt, jetzt kommt der Hinweis. So, wir beginnen jetzt das Klopfen am Augenbrauenpunkt und schau dabei auf dein Ziel. Deswegen brauchst du dieses Blatt, deswegen brauchst du auch das geschriebene Wort und fühl einfach hinein in deinen Unglauben und lass das mal hochkommen, welches Gefühl da hochkommt, dass du nicht glaubst, dass du dein Ziel erreichst. Bei den meisten meiner Klienten ist es die Traurigkeit. Ja, sie wünschen das sich so sehr, dieses Ziel, und sie glauben irgendwie nicht daran. Und das erste Gefühl, was bei 90% auftaucht, ist halt Traurigkeit. Und EFT wirkt am besten, wenn wir uns auf das Gefühl konzentrieren und das erstmal auflösen und eliminieren. Und dann wirst du sehen, dass sich die Skala weiter nach oben schiebt. Okay, also Augenbrauenpunkt. Ich glaube nicht daran, dass ich mein Ziel erreiche und das macht mich traurig. Neben dem Auge. Ich bin so richtig traurig darüber, dass ich nicht dran glauben kann. Unter dem Auge. Ich bin so richtig traurig, dass ich nicht dran glauben kann. Unter der Nase. Einfach richtig traurig. Kinnpunkt. Meine tiefe Traurigkeit darüber, dass ich es nicht glauben kann. Schlüsselbein. So richtig traurig darüber. Unterm Arm, einfach tief traurig darüber. Handgelenk, ich bin traurig, dass ich es nicht glauben kann. Kopfpunkt, meine tiefe Traurigkeit darüber. Weiter wieder an den Augenbrauenpunkt. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Neben dem Auge. Meine tiefe Traurigkeit darüber. Unter dem Auge. Es macht mich traurig, dass ich nicht glauben kann, dass ich mein Ziel erreichen kann. Unter der Nase. Es macht mich so traurig. Kinnpunkt. Ich fühle tiefe Traurigkeit. Schlüsselbein. Tiefe Traurigkeit. Unter dem Arm. Ich kann es einfach nicht glauben und das macht mich traurig. Handgelenk. Ich glaube es nicht. Und ich fühle meine Traurigkeit darüber. Kopfpunkt. Meine tiefe Traurigkeit darüber. Und wir gehen weiter. Letzte Runde. Mein Ziel, mein Nichtglaube und die Traurigkeit damit. Neben dem Auge. Es macht mich so traurig, dass ich es nicht glauben kann. Unter dem Auge. Einfach traurig darüber.
unter der Nase. Ich fühle mich richtig traurig. Hinten. Ich strahle diese Traurigkeit so richtig aus. Schlüsselbein. So traurig, dass ich es nicht glauben kann. Unter dem Arm. Tiefe Traurigkeit darüber. Handgelenk. Meine Traurigkeit darüber. Kopfpunkt. Meine Traurigkeit darüber. Wenn du so eine Klopfrunde das erste Mal gemacht hast, dann wird es dir vielleicht etwas komisch vorkommen, dass wir jetzt hier nicht voller Lebenslust und Freude und Chaka-Gehabe auf das Ziel zurennen und das sozusagen einklopfen. Das funktioniert nämlich nicht, denn deine Ehrlichkeit zu dir selber ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. Deswegen gibt es ja auch diesen Kanal hier und deswegen heißt es auch mit Erfolg klopfen. Denn wenn du wirklich herausfindest, was bei dir gerade im Innern los ist, wie du dich fühlst in Bezug auf deine Ziele und wie du wirklich über dich und die Möglichkeiten, deine Ziele zu erreichen, denkst, wenn du das für dich herausfindest und dir erarbeitest und dir bewusst machst und dann anfängst, hier aufzuräumen, aufzulösen, zu verwandeln und dir neue Möglichkeiten zu ermöglichen, dann wird der Shift kommen, dann wird die Veränderung auch passieren. Denn vorher wirst du nur rosarote Soße auf den Misthaufen geben. Denn du missachtest dich, du missachtest das, was in dir ist, obwohl du es wahrnimmst. Und ich weiß auch noch aus meiner eigenen Anfangszeit mit EFT und als ich angefangen habe, das für mein Leben einzusetzen, also wo ich gesagt habe, das will ich haben und ich will wissen, was in mir ist, also welche Programmierung mich einfach aufhalten, dieses Ziel zu erreichen, weil es gibt für niemanden von uns Ziele, die wir nicht erreichen können. Wir können alles, in Anführungsstrichen natürlich, alles erreichen, was wir erreichen wollen. Und wenn ich von allem rede, dann meine ich mehr so das, was so deinen Talenten, Fähigkeiten entspricht. Ja, das, was du als Kind wusstest und was man dir ausgeredet oder verboten hat. Das holst du einfach mit EFT wieder raus und du wirst feststellen, dass du viele Ziele erreichst und viele auch gar nicht erreichen willst, weil es gar nicht deine Ziele sind. Ich habe ja dazu das kostenlose E-Book, was du auf meiner Webseite miterfolgklopfen.de dir kostenlos downloaden kannst. Dazu einiges geschrieben. Das würde jetzt einfach hier den Rahmen des Videos sprengen. Und dort findest du auch nochmal eine genaue Anleitung, wie viele Ziele, wie du die in die richtige Reihenfolge bringst und wie du das, was dich aufhält, klopfst. Genau. Ja, ich empfehle dir, dieses Video zu wiederholen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video gezeigt habe, wie wichtig es ist, sich selbst zu überprüfen, sich selbst nicht unbedingt immer in Frage zu stellen, ja, auch nicht auf die negative Art und Weise, sondern eher auf die Art und Weise zu sagen, okay, was geschieht hier eigentlich? Was ist eigentlich meine Wahrheit? Wo stehe ich denn jetzt hier gerade emotional und geistig? Und habe ich eine andere Ansicht dazu? Oder fühle ich was anderes? Und sich das auch zu erlauben und dann eben zu verwandeln.